Und ja, moin moin liebe Leute, seid gegrüßt zu einer neuen Runde hier. Liz 22 auf der französischen Map. Ja, streamtechnisch schon die letzte Folge heute. Aber ein bisschen, ne? Wir haben gerade erst angefangen und es ist die Mittwoch dann wohl die erste Folge. Wahrscheinlich gibt es heute dann drei Folgen. Ich plane schon Montagabend, wenn nichts dazwischen kommt, auch noch mal ein bisschen zu streamen. Nicht so übermäßig lange, so wie heute Abend dann eben, ne? So entspannte 2,5 Stunden. Ungefähr schafft man hier ein bisschen was. Und trotzdem ist noch ein bisschen Restabend, um noch eine Stunde zu modden oder was auch immer. Heute wird es wahrscheinlich jetzt nicht groß aufs Modding auslaufen, sondern eben noch gleich die letzten Vorbereitungen treffen für morgen für die Taufe bei uns. So. Ja, ich gucke gerade, abgewrackt geht eigentlich von den Prozenten her. Aber wir können. Nö. Nö, lass mal. Der kommt so wieder zurück. Sollten wir den zuletzt stehen, hier vorne zwischen. Das passt hier ganz gut hin. Schmal weg. Seemaschine können wir schon mal vorbereiten, denn im März geht's raus aufs Feld. Dann noch die Frage, ob wir jetzt Hafer nehmen oder nicht. Dünger komplett leer schon wieder. Da haben wir auch echt Verbrauch, ne? Müssen wir für 10.000 Liter einkaufen. Jetzt würde es sogar Sinn machen, so viel am Shop einzukaufen und sich nervig mit Palette aufzuladen, weil es doch günstiger ist, hier einzufüllen. Am Anfang zumindest, ne? Solange man noch nicht so viel Geld hat. Schönen Abend noch. Danke, danke, danke. Werden wir haben. Die Teuflinge. Die Teuflinge. Die Teuflinge. Wie auch immer. Ja, mal schauen. Dass das mit dem Essen und alles hinhaut. Das ist natürlich auch mit irgendwie, ja, sind wir dann so 16, 17 Leute hier bei uns. Das wird auch voll die Bude. Mach doch einen Test, was lukrativer ist, Gerste oder Sojabohne. Der Gerste macht, also meins Hafer oder Sojabohne. Müsst ihr nochmal die genauen Hektarzahlen natürlich kennen. Wir müssten dann, ja, aber das ist auch wieder so ein bisschen relativ von der Zeit her, ne? Auf dem, wenn du noch Stroh mitsammelst, dauert es natürlich deutlich länger von der Zeit her, wie man sonst für andere Sachen hätte. Aber es bringt natürlich auch nochmal ein paar Tausender mehr als nur der Ertrag vom Hafer. So, reicht. Gerste? Gerste geht nicht mehr. Wir sind im Frühjahr und wir können keine Gerste mehr anpflanzen. Wir haben auf den anderen drei Feldern Stroh. Und nee, hatten wir nicht auch einen Raps? Brauchen wir noch eigentlich Bienen irgendwann, ne? War das, das war doch, glaube ich, noch die Devise. Bienenstöcker. Und danke dir. Auch ein bisschen größer aufschütten. Was ich auch gesehen habe, es gibt schon die kompletten Fill-Types, was schon mal ganz interessant ist für mich als Mod. Map-Ersteller, um zu gucken, wie sie es umgesetzt haben, die neuen Fill-Types. Aber das ist alles aufgebaut für dieses Mining and Construction oder so, ne? Für diese Art von Karten. Aber natürlich Erde, Kies, Sand, wie auch immer. Steine haben wir ja hier. Aber sowas ist ganz interessant, mal zu sehen, wie sie es umgesetzt haben und ob ich das relativ leicht so übernehmen kann für die Map später.
Ich dachte schon immer mal, dass es eigentlich auch cool wäre, wenn man so ein bisschen Matsch aus dem Kram einfach rausholt, ne? Moin, moin, moin. Moin, moin, moin. Danke für den Follow. Also, Kara, Janiko, Hartgas. Hartgas ist gut. Ja. Und Hope. Moin, moin, die Leute. So. Das haben wir auch geschafft. Noch jemand Neues. Wo kommt der her? Hat jemand Feierabend gemacht oder was? Moin, moin, moin. Danke euch. Ich glaube schon. Doch, das wird auch für PlayStation gut sein. Immer noch nur grubbern, ne? Der will uns einfach nichts anderes geben und der ist auch, weiß ich nicht, penetrant. Na guck mal, manchmal einige fliegen raus, die waren tatsächlich auch nicht mehr aktiv, also ne, nicht mehr verfügbar. Eine Seemission auf 26, aber Baumwolle. Kann ich gar nicht auswählen, ob ich die Baumwollseemaschine oder ob ich da ein Fahrzeug mitkriegen kann. Sorghumhirse soll den besten geben vom Hektarertrag pro Hektar und Preis her, okay. Ja, ich finde die Preise schwanken echt extrem im LS. 22. Mein Preisschwankungen haben wir schon immer gehabt, ne, im gewissen Rahmen. Aber ich finde im LS 22 Single Rope auch irgendwie so ein Netz-Seemaschine. Zuckerrohr. Zuckerrohrpflanzmaschine. Gut, Zuckerrohr wollen wir erstmal nicht anpflanzen. Cool, ne? Aber brauchen wir nicht. So, Februar, gleich sind wir im März und es schneit schon wieder. Ja, was kosten Bienen? Bienen kosten. Ich weiß gar nicht, woher haben sie das denn? Ihre Bienen. 19.000, Bienenstock 33 Zagen. Und dann brauche ich noch so einen Bienensammler, ne? Aber da glaube ich, gibt es auch schon Mods, die einen größeren Spawnpunkt machen. Weil, also, wenn das hier soll ja, meine ich, hatten wir doch Raps angepflanzt, wenn ich mich richtig entsinne. Dann würde ich natürlich schon sehen, dass ich nachher hier irgendwo Bienen platziere, irgendwo auf die Ecke, wo das passt mit den Bäumen. Und die haben ja auch nur einen gewissen Radius, soweit ich mich erinnere. Und vielleicht, das Land hier gehört uns nicht, aber man könnte hier zum Beispiel irgendwo noch eine hinsetzen oder so. Ich weiß noch nicht genau. Oder hier an die Seite vielleicht. Hier. Ah, oh, gut, zwei Stück. Oder nur eine hier. Nee, vier Jahreszeiten ist im LS21 Standard. LS22. Das sind kleinere. Ja, ich denke mal, wenn schon so ein Kasten hier, ne? Man kann auch so einen einzelnen Kasten hinsetzen. Aber ist ganz cool. Ja. Abend, moin, moin. Ja, unser Hof bei Winter. Hier kommt wieder ordentlich was rein. Sieht aber auch mal schön aus, ne? So hier von oben im Winter. Wo sind wir da jetzt? Bin. Und wieder, ne? Würde sagen. Weiß ich nicht. Brauchen wir eine Seemaschine für, die wir nicht haben, soweit ich weiß. Hilft uns also nicht weiter. Und was haben die sich schon wieder vermehrt? Die sind aber auch fleißig, ne? Und das ist auch krass hier. Danke für uns ab. Danke, danke, danke. Auch die
Supportlampe für die letzten Supporter, ne? Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Vielen Dank euch allen. Nur diese Punktzeilen stören beim Lesen. Ja, ne? Also stören dich persönlich zum Lesen, oder? Aber an sich, ja, ich weiß auch nicht genau, was da querschießt. Das, ne, wenn man keinen Fehler findet, auf einer Seite auch, ne? Ja, auch nicht so kompliziert viel Boot drinne. Jetzt schwer zu wieder voll. Ich nervt aber echt, also die Tierübersicht ist ja ein furchtbarer Krampf. Also das sind die, die wir haben, ne? Wir haben hier welche, die sind 12 Monate alt, wir haben welche, die sind 6 Monate alt. Sterben die irgendwann oder werden die, wie ist das? Weiß das schon jemand? Werden die 100 Monate auch alt? Wir haben hier welche 6 Monate, 4 Monate, die sind halt noch frisch, 2 Monate und ganz frisch. Die 23 ist von mir noch vom letzten Mal. Achso, deswegen ist es schnell, okay. Wenn ich jetzt einfach mal 40 Stück verkaufe, kriege ich ja immerhin einen Tausender, ne? Minus 5 Transport und hätte wieder Platz für 40 Tiere mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel da in einem Wurf bei rumkommt, muss ich sagen. Das war ja, glaube ich, einer, der voll war. Und ich kann hier immer weiter klicken. 60 Stück. Oh, das ist so das Maximum. Also wenn die 60 pro Monat bringen, ne, wenn man, könnte man auch 60 pro Monat schon verkaufen. Das heißt, man hat immer halt irgendwo ein bisschen welche Junge, die nachkommen, aber wenn man immer mal verkauft. Oh, krass. Soll ich das Ganze spulen im Frühjahr? Alter, da haben wir ja mal richtig Ei zusammengekriegt. Und natürlich auch, weil die Hühner langsam alle groß sind. Ich hatte ja am Anfang auch die Kleinen noch gekauft. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Muss man nicht unbedingt, glaube ich. Wieder gefunden. Sehr gut. Kannst mir gerne die Lösung posten. So. Oder gibt es einen Tipp? Kann ich selber suchen. Der Suche, der findet, oder? So. Baumwolle kann man tatsächlich schon anpflanzen. Im Februar. So, Bäckerei 2,7 aktuell für Ei. Ich meine, wir brauchen das Geld, ne? Dann lass uns das auch schnell verkaufen. Dank Autoload geht es ja auch flott und wir haben. So, da steht er sogar noch. Ja. Mal gucken, nicht, dass uns der Preis wieder entgleitet. Okay, danke dir. Super lieb. Danke, danke. Dann muss ich mal gucken. Morgen, ansonsten Anfang der Woche. Oder morgen. Mal, vielleicht morgen, ich weiß auch nicht. Morgen wird schwierig. Ja, ich beobachte den Preis hier. 2,8 haben wir immer noch und wir sind gleich schon da. Und so haben wir den Vorteil, dass wir nämlich Montagabend nochmal wieder ein bisschen streamen, dass wir wieder im Frühling sind und deutlich mehr zu tun haben. Haben wir heute Abend den Winter ganz gut weggekriegt. Der andere Preis zieht zwar an, aber
Der Preis, wo wir gerade hinfahren, ist noch stabil. Wir haben 4610 immerhin mit, ne? Noch ein weiter und dann war es dahinter. So. Damit Moneten für Ei. Jo, danke, danke, danke. Trotzdem. So. Fast 13.000. Doch, doch, lohnt sich. Aber natürlich müssen wir gucken, wie viel Futter die wieder weggehauen haben. Nicht hier zu sehen. 4.100 haben die noch an Getreide. Das wäre echt vielleicht zukaufen, ne? Also wir brauchen schon... Also unsere halbe Getreideernte brauchen wir, um die Hühner zu füttern. Schreibe dir die maximale Geschichte Preis am besten auf. Für Ei zum Beispiel habe ich 3480 Bestpreis. Krass. Das sind nochmal 500 mehr pro 1000. Wären also 2000 mehr Umsatz. Mit dieser verkaufte Fahrt gerade. Und wir sind im März. Ja, das ist schon, also die Preise, ich sage ja, die Preise schwanken extrem krass. Wurde fürs Modding mir ja auch eigentlich, ne, hatte ich ja schon mal angefangen, aber dann auch erstmal wieder aufgehört, weil es zu nervig, auch eine komplette Übersicht haben, wirklich von den ungefähren Preisen von Plus, Minus und ungefähr Range. Damit man auch so ein bisschen nachher in die Produktion mit einbeziehen kann, ne, weil es ja nicht immer ganz unwichtig ist. Wie viel Produkt kommt bei raus und was sind die durchschnittlichen Preise? Und wie wären die durchschnittlichen Preise, wenn man es halt andersweitig verwenden würde, ne? Sind die jetzt schon wieder voll, der Stall eigentlich? Wieder 40 Nachschub gekriegt. Naja, haben schon wieder 40 Nachschub gekriegt. Also man kann jetzt also pro Monat könnte ich auch immer 40 verkaufen. Na gut, Reproduktion 2 Monate. Also alle 2 Monate reproduzieren die sich. Das ist jetzt okay. Das ist aber auch viel, ne? Habe ich von der Sorte noch. Sind die ersten, die wir gehabt haben, ne? Die sind jetzt alle weg. Das müssen die Jungen gewesen sein und das sind die ersten Nachwuchsdinger. Okay. Immerhin, 50.000 haben wir wieder zusammen. Und dank Spulen steht hier schon wieder was. Ja, sehr nice. Ja. Soja oder Hafer, ne? Gute Frage. Auf jeden Fall fahr schon mal zum Feld. Ich glaube, wir nehmen mal Soja, ne? Als Vergleich. Sonnenblumen können wir ja nicht. Würde sich sonst anbieten wegen den Bienen, die wir in die Ecke platzieren wollen. Aber eine Schnäppchensämaschine für das Geld. Was ist das noch? Andere Steinesammler. Irgendwie eine Art Grubber. Aber Sämaschinen in der Technik, glaube ich, kosten deutlich mehr. Diese Einzelkorn-Sätechnik. Hätten wir, die hier könnten wir uns leisten. Für 49.500. Mit ganzen 4,50 Meter Arbeitsbreite. Ah, jeder fängt mal klein an, ne? Aber. Oh, ob das so cool ist. So eine würde ich dann schon, ne? Das Meter hat nicht besonders viel, aber nö.
Genau, Giveaway, liebe Leute. Da will ich nochmal schnell mal reingucken. Ich aktualisiere mal eben. Impfkalender. Oh Gott, ab ins Feld gefahren. Ich glaube, ich muss schon runter rumfahren, ne? Weil unser Weg hier ja ziemlich klein ist. Und ich muss negativ feststellen, dass die Bäume noch kein einziges Stück gewachsen sind. Und es ist praktisch der vierte Monat, ne? Also wachsen die nicht monatsmäßig, sondern vielleicht realtime-mäßig? Weiß ich nicht. Oder irgendwann machen sie auf einmal einen Sprung. Ich weiß auch nicht, wie viele Wachstumsstufen die haben. Ob es 5 sind oder 6, keine Ahnung. Also 10 Teilnehmer bisher. Also eine Gewinnchance von, ne, jeder zweite kriegt noch einen Kalender wahrscheinlich, stand jetzt. Mit 46 Tickets im Pott. Also vielen, vielen Dank schon mal für die Teilnahme am Giveaway. Donnerstagabend werden wir es auslosen, dann, ne? Zum Streamende oder so, muss ich mal gucken. Aber Donnerstagabend ist halt noch ein bisschen Chance, nochmal die Punkte, die man so hat, zu setzen. Ach, da müssen wir sogar noch immer bis zum April warten. Leute. Soja müssen wir noch bis zum April warten. Danke, danke, 60er Johnny für 17 Monate und 16 fortlaufende. Mega, mega nice, ne? Das hat doch hier Wandlampe verdient. Vielen Dank für den Support. Weizen soll angeblich 5% mehr bringen. Ja, also für die Bienen muss ich echt nochmal gucken. Ich meine, es gab da diese größeren Spawner, ne? Dass mehr Honig spawnen kann als nur eine Palette, oder? Hat den einer von euch schon im Einsatz? Sehe auf Feld 30 Sonnenblumen aus mit der Seemaschine. Und Baumwolle, ne? Das geht ja theoretisch auch mit der Seemaschine. Warum nicht? Hätten wir was zu tun. Und würde 10.340 bringen. Ich weiß nicht genau, wie sich das rechnet mit Einkauf von Saatgut. Aber scheint mir eine recht große Seemaschine zu sein. Und sofern wir das selber machen, glaube ich, Geräte ausleihen, können wir damit einen Euro verdienen. Dann hätten wir hier zwei Seeaktionen drin. Einen großen Bienenstock musst du dir kaufen. Genau, würde ich ja dann auch machen. Mod für Honigpaletten funktioniert soweit einwandfrei. Also dann kann man mehrere. Wo ist das denn? Mehrere. Da sind ja kaputt. Da kriegen wir gutes Gerät. Danke, Giants. Grüße gehen raus. Der backt den Boden. Hat er mehrere Bienenstöcker. Die kleinen bringen nichts. Zwei große. Ich wollte auch große Bienenstöcke setzen. Zwei Stück vielleicht. Einen unten am Feld, einen oben am Feld. Aber ich brauche diese Bienen, diese Honigsammelplätze. Und da, glaube ich, gibt es einen Mod. Dass man nicht nur eine, das ist ja nicht meins, kann ich das überhaupt zurücksetzen? Hm.
Ja, aber es, wie gesagt, es gibt auch einen Spawner, der größer ist, oder? Mein eigenes Feld darf ich mit so einer Seemaschine nicht ansehen. Das geht nicht. Das darf man nicht. Gut. Ich weiß nicht genau, wie viel Volumen die hat. Sieht ja schon wuchtig aus, ne? Da kommt auch Flüssigdünger mit rein, so wie ich das sehe. Also könnte man, ne? Wollen wir ja logischerweise nicht machen. Sonnenblume. Und da ist auch Baumwolle drin, genau. Das war ja meine Hoffnung, dass wir auch Baumwolle damit anpflanzen können. Da haben wir nämlich zwei Missionen für nächstes Mal. Das wird dann Montagabend sein, die Leute. Und da gehen insgesamt 4000 Liter rein. Ich denke, die brauchen wir wahrscheinlich auch. Kaufen wir nochmal zwei mehr, ansonsten kriegen wir es ja später vergütet. Oh, der Zombie, danke dir für den Follow, moin moin. Und so weit weg. Also, wie groß sind denn die Honigpaletten? Ansonsten schafft man es ja auch, die mit der Hand einfach zur Seite zu räumen, ne? Neben den Spawner und dann mal irgendwann bei Gelegenheit abzuholen. Wahrscheinlich auch machbar sein. So, so, dann. Welches ist denn das? Ne, eigentlich ja besser das. Erst machen wir da Baumwolle, 36 mit der Baumwolle anpflanzen. Weil das hätte natürlich den Vorteil, die können wir beenden, die Mission. Da verlieren wir nichts. Wenn wir aber die Mission beenden, indem wir die andere, dann wissen wir, klar, müssen wir den hier wieder abgeben. Den haben wir ja nur geliehen für Mission. Kannst du im Shop auch direkt zwei kaufen, Säcke, so. So, das Feld kennen wir ja schon zu Genüge. Wie weit klappt sich das Gerät denn aus eigentlich? Schöne Arbeitsbreite und mit einem Flüssigdüngertank, also auch, ne? Eine Direktsaat wird es ja auch nicht sein, aber. Ich finde es auch ganz gut, dass wir mal ein paar andere Seemaschinen im Einsatz haben und nicht immer nur die, ne? Doch viele, viele Stunden genutzte Amazone-Seemaschine. Und so durch diese Mission haben wir doch immer mal die Chance, noch ein bisschen was anderes zu sehen. Ist ja auch mal schick und mal was anderes. Aber liebe Leute, wir kommen zum Ende, denn die Folge ist schon wieder bei 30 Minuten, läuft sie aus und wie gesagt, ne, noch kurz mal gucken, was noch zu regeln ist für morgen Vormittag, für morgen früh, für morgen den ganzen Tag. Ich denke, Montagabend wird wieder gestreamt, circa 7:45 wahrscheinlich, also wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Rest, Samstagabend, vielen, vielen Dank für den Support und ja, habt einen schönen Sonntag, bis demnächst und tschüss.